in a revolving door. So, hallo Leute, da wäre ich wieder. Ich musste sehr, sehr, sehr spontan weg. Deswegen, bin froh, dass ich noch die zweite Aufnahme geschafft habe. Und zwar, ich habe eine Audio bekommen bei 7 Minuten circa in der letzten Folge, in der ich sofort was zurückgeben musste. Ein Rucksack, der plötzlich gesperrt ist, und den musste ich halt jetzt heute schnell noch abgeben und so, und das habe ich halt jetzt schnell erledigt, und jetzt kann ich wieder aufnehmen, hoffentlich auch eine Weile lang, hoffe ich mal. Und wir sind nicht wirklich da, wo wir waren, aber wir sind fast da, das ist ja wirklich kein langer Weg, und jetzt kann ich noch darüber reden, weil gleich kommt wahrscheinlich wieder irgendeine Zwischensequenz oder so. Ich glaube, wir müssen gleich einen Boss besiegen oder so, würde ich mal vermuten. Also wäre jetzt meine so spontane Vermutung, dass hier gleich irgendwo ein Boss ist. Das sind 2 Minibosse, ich musste mit dem Auto hin und her fahren, das hat circa, das hat eigentlich wirklich nicht lange gedauert. Die Hinfahrt ging ruckzuck, ich hatte Glück, größtenteils alles grün, einmal kurz stehen, aber ist auch nicht so schlimm. Das einzige Schlimmere war, glaube ich, das Schlimmere war die Rückfahrt tatsächlich, die war richtig kacke. Weil irgendwie da hat es da so ein Stau gebildet, weil irgendwie eine Strecke war blockiert, die nach rechts, und dann gab es noch geradeaus und geradeaus und rechts, und das war halt doch ein bisschen kacke. Bisschen ist gut gesagt, es war sehr kacke. Stand ich halt eine Weile im Stau unter der Hitze, Klimaanlage an und so. Ja, aber es ging eigentlich einigermaßen. Bin jetzt wieder da, ich hoffe mal, ich kriege noch ein paar Aufnahmen zusammen. Weil ich meine, es hat mich schon so, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit gekostet, vielleicht 40 Minuten im Prinzip. Siegerwappen, okay. Das Siegerwappen, das ist für der besondere Gegenstand, von dem der Spieler sprach. Ja, so stark waren die dann auch wieder nicht. Und hier ist noch ein Fragment. Alter. Ach, da sind wir jetzt wieder 2. Komm, greif den mal an, Alter. Kommt schon. Attacke. Attacke. Der zweite, der ist kacke, Alter. Warum kann ich die aber nicht auftrennen, irgendwie, mein Team? Ist ja echt kacke. Oh. Heilen. Jungs, heilen. Halt mal. Hallo. Wie nutze ich das? Ach so. Alter, es war ja echt. Die sind auf jeden Fall ein bisschen krasser, muss ich sagen. Zumindest wenn es 2 von der Sorte gibt. Halbmenschenrüstungsteil, und den besiegen wir jetzt auch noch. Das ist natürlich schon ein bisschen krasser. Aber danach gibt es auf jeden Fall erstmal richtig geiles Geheile. Ich erledige das, okay. Silica, ich bin dabei. Kirito, und jetzt bin ich dran, und Verkettung komplett, und mach das Viech fertig, Alter! Ja, ist fast down. Ja, noch so ein Angriff, und gegenseitig gleich noch ein bisschen heilen. Ja, die waren auf jeden Fall schon ein bisschen härter, muss ich sagen. Okay, 4 Stück. Levelaufstieg, Level 18, finde ich mega geil. Mega geil. Alle wieder geheilt, finde ich auch mega geil. Da lag noch ein Item rum, das nehme ich mit. Nimmt man immer gerne mit. Ja. Ansonsten, was kann ich noch erzählen? Nicht viel irgendwie. Ich habe irgendwie, mein Leben ist nicht so spannend, dass irgendwie immer was passiert. Ja. Da wird es eben halt noch warten, bis meine Immatrikulation angenommen wird und alles passt und so.
Müsste alles passen, hoffentlich. Boah. Ich spiele das Game gerade ohne Brille. Mal so spiele ich. Ja. Ich bin eigentlich meistens ohne Brille aus, wenn ich wirklich viel zu lange am PC bin, dann ziehe ich lieber meine spezielle Brille an, weil die schützt mich vor solchen Strahlen, aber irgendwie, wenn ich viel zu lange anhab, dann habe ich irgendwie Augenringe des Todes. Also ich habe wirklich richtig krasse Augenringe. Und du hast deine Stärke unter Beweis gestellt, der Weg steht dir nun offen. Morgen, Rotgeist, alles klar. Nee, abgeschlossen. Also ich habe echt dann echt krasse Augenringe, muss ich sagen. Ich sah jetzt mehr nach so einem Tunnel aus, eher nicht das, was ich da gerade gesehen habe. Bin ich jetzt in der Burg schon oder immer noch draußen? Immer noch draußen, aber eher so. Okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich den Boss gegen den Boss kämpfen, würde ich mal vermuten. Nein. Und ich bin gespannt, was wir bekommen. Hier haben wir noch drei andere Gruppen. Und das sieht mir schon nach einem Bossfight aus. Das heißt. Alter. Mega geil. Ging doch schnell, muss ich sagen. Ging recht flott. Ist das der Bossraum da vorne? Nö. Das wird erklären, warum sich alle auf einen Kampf vorbereiten. Die warten alle auf uns natürlich. Auf die vierte Gruppe. Genau, aber dieser Boss ist nicht so wie die anderen. Ich habe schon eine Red-Gruppe gebildet, um dagegen zu kämpfen, aber wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Natürlich, wenn ich jetzt dazu komme, ich bin hier, um es wieder zu probieren, aber ich fühle, dass die Sache wieder genauso ausgeht. Ist es wirklich so stark? Ist er wirklich so stark, seine Stärke? Nachzuhören ist das wahrscheinlich der Boss für das gesamte Gebiet. Verstehen, als wäre das ein Ebenenboss gewesen. Das ist auch wieder ein Ebenen... Also, es ist der erste Ebenenboss aus SAO. Alles klar, bevor wir gegen diesen Boss kämpfen, sollten wir alles durchgehen, was wir über ihn wissen. Er nennt sich Weiß, der Herr der Kobolde. Er ist riesig und jeder seiner Angriffe nimmt dir eine ganze Menge Life Points. Er kann Bluten verursachen, wenn er dich mit seinem Riesenschwert trifft, weiche immer aus. Wenn wir ihn ausschalten wollen, müssen wir seine Knie zerstören und ihn K.O. schlagen. Sobald er K.O. geschlagen ist, lässt sich sein Schwachpunkt leichter treffen, sein Bauch. Okay. Schaffe ich seinen Part? Mehr wissen wir momentan nicht. Irgendwelche Fragen? Ich bin bereit, komm. Wenn du bereit bist, packen wir es an. Vielleicht würde es anders laufen, wenn wir eine Gruppe erfahrener Kämpfer hätten. Soll ich mich zu der Gruppe einschließen, die helfen, gegen den Boss zu kämpfen? Natürlich. Hey, darf ich bei dem Kampf mitmachen? Was, du wirst auch versuchen zu kämpfen? Ich habe dich zwar noch nie zuvor kämpfen gesehen, aber von mir aus ein Versuch ist es wert. Na gut, ich werde mit dem Rest der Gruppe reden. Okay. Ein Redkampf, wie... Mal sehen, wie das ausgeht. Ich bin gespannt. Die Bosse, die das Gebiet kontrollieren... die jetzt kontrollieren, sind körperlich massiv und unglaublich stark. Die beste Taktik besteht darin, bestimmte Teile des Bosses anzuvisieren und um ihn K.O. zu schlagen. Nach dem K.O. ergeben sich meistens Schwachpunkte oder Ziele, die vorher außer Reichweite lagen. Du musst unbedingt mit Gruppenmitgliedern kooperieren, da es manchmal nötig ist, zwei Teile des Bosses auf einmal zu zerstören. Raids. Oben sieht man hier schon Weiß, der Herr der Kobolde Boss. B.O.S.S. Rechtes Knie. Du kannst deine Gruppe während Bosskämpfe mit einer... mit einer oder mit einer anderen Gruppe seine Red Gruppe zusammenschließen. Beim Kampf in einer Red Gruppe gibt es zwei Dinge zur Zuweisung von Bosszahlen und Ausweichen von Bossangriffen. Und ich switche den Teil deines Bosses zu schön in K.O. zu schlagen und so enormen Schaden zu ermöglichen. Okay. Du bist betäubt. Boss nutzt Angriffe, die enorme Schaden versorgen und einen großen AOE-Bereich haben. Strategie ist daher sehr wichtig. Man muss also wissen, wann man Verbündeten das Ausweichen befiehlt. Wir arbeiten in Red Gruppe für den Bosskampf. Solo, alles klar, kompletter Raid. In Ordnung, Leute, zieht euer Bestes, seid euer Bestes zu geben, damit wir diesen Boss ausschalten können. Ja! Ja! Nice! Jetzt geht's ab zum Boss, Weiß, Herr der Kobolde. Wir treffen uns jetzt zum ersten, nein, eigentlich zum zweiten Mal. Aber in diesem Let's Play zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob man gegen ihn mehrmals kämpfen kann, aber ich bin gespannt.
wie es dann so sein wird. Der sieht auf jeden Fall echt. Echt krank aus, muss ich sagen. Wow, okay, der ein Level. Welches Level hast du? Linkes Knie. Okay. Okay. Dann muss ich glaube einen Angriff kassieren. Ah, nee, 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 nee. Wait, 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 wait. Alles klar. Wir haben seinen Schwanz. Wo ist ausweichen? Ja, irgendwie, es gibt einen Boss, was? Ist das wirklich? Achtet auf seine Angriffe. Genau, ein bisschen zurückgehen. Irgendwie, irgendwie ist es bis jetzt, die anderen greifen wahrscheinlich das andere. Alles klar, okay. Also kann er hier auch noch ein paar Viecher beschwören. Aber irgendwie ist er nicht so krass, wie ich gedacht hätte, tatsächlich. Weiß der Herr der Kobolde schon freigeschaltet. Der war echt nicht so krass, wie ich gedacht hätte, irgendwie. Der war irgendwie schon gefühlt nach den ersten paar Minuten. Epochenrüstung und Platinerz. Die Rüstung sieht nice aus. Der war irgendwie nach den ersten paar Minuten. War irgendwie schon gefühlt zu 70% down. Also, das war echt eine Enttäuschung. Ich glaube, wir haben viel zu krass hochgelevelt und unsere Waffe war viel zu krass. Gut gemacht. Gute Arbeit. Ja, war enttäuschend. Ich glaube, wir können jetzt den 95er besiegen. Der Boss dieses Gebiets wurde besiegt. Ein erneutes Gebiet wurde freigeschaltet. Du kannst es vom Teleporter in der Stadt aus erreichen. Neues Gebiet? Wie? Ich schätze, bei so wäre das wie zur zweiten Ebene zu gelangen. Ich komme also vom Teleporter in der Stadt, also aus dorthin. Dann gehe ich wohl zurück. Ich bin auf die neue Rüstung gespannt. Vielleicht ist sie wirklich besser. Ich habe zwar eher auf ein, ja, Schwert gehofft, aber ja, Rüstung geht vielleicht auch. Mal schauen. Mal schauen, was das für eine Rüstung ist, auf jeden Fall. Und wir schlafen wieder oder loggen uns aus. Ich will mir das neue Gebiet wirklich gerne ansehen. Ich sollte mit dem Teleporter dorthin gelangen können. Multiplayer-Spaß. Yay, du hast Multiplayer freigeschaltet. Jetzt kannst du mit Leuten aus aller Welt SAO Holiday Edition spielen. Eine Gruppe kann bis zu 4 Spieler beitreten. Eine Gruppe kann maximal 8 Spieler umfassen. Also kann jeder einen Partner mitbringen. Das muss durchspielen, das Spiel. Du durch durchspielen, das Spiel Multiplayer freischalten, wähle dann Multiplayer im Titelbildschirm. Wähle zur Multiplayer-Lobby. Union muss eine Gruppe bilden. Union können bis zu 4 Spieler und ihr Partner, also sonst können 8 Gruppen zusammen spielen. Wähle eine Gruppe bilden, um Anführer, Host der Gruppe zu werden und nach Verbündeten zu suchen. Du kannst auch eine existierende Gruppe beitreten, wähle, dass du eine Gruppe finden oder schnelles Spiel. Durch diese Auswahl Solo kannst du mit deinem Partner mit bis zu 6 anderen Charakteren im Union-Modus spielen. Okay. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Wir bieten hier in vieler Hilfestellung für den Mehrspielermodus. Wenn eine Gruppe bereit ist, könnt ihr euer Abenteuer eingeraunt beginnen. Dazu musst du aus mit der Rezeptionisten an der Multiplayer-Theke sprechen und ein Reiseziel auswählen. Wähle durch den Ausgang rechts, sobald der Hauptspieler den Schauplatz gewählt hat, um den Abenteuer zu beginnen. Verlasse die aktuelle Lobby oder nutze den Lounge-Ausgang in der Marktstraße, um den Union-Modus zu verlassen. Aktion B anlegbar. Okay.
Abwehr 20, Stärke 15. Ganz ehrlich? Nein, Ausrüstung. Auktion. Die habe ich gerade nicht an. Das heißt, ich schicke es mal alles. Wohlgeformte Jacke. Okay. Epochenrüstung und ansonsten wobei ich kann eigentlich die ganzen Erze nicht mehr rüberhauen. Das hier quasi erstmal das Ansammeln und so. Ein Krieterz habe ich wieder einiges, das habe ich in Massen. Und das habe ich auf jeden Fall in großen Mengen. So. Schauen wir mal, wie die Ausrüstung so ist. Die habe ich gerade gedroppt, die hatte ich schon vorher. Okay. Und die gibt uns quasi nochmal 1400 irgendwas Leben. Bisschen Schaden, okay. Aber sieht die gut aus? Ja, die ist nicht schlecht, die ist nicht schlecht. Die würde ich sogar anlassen, aber nur, damit wir ein bisschen mehr Leben haben. Lege ich das aber mal wieder rein. So. Ist, denke ich mal, eine gute Idee. Sollte eine gute Idee sein, du hast eine Nachricht bekommen. Freunde, Silica. Was anderes kannst du auch nicht sagen, oder? Marktstraße. Ich will ein paar Quests abgeben. Würde ich gerne. Dann bin ich da auch ein paar Items los, vielleicht komplett. Naja.消耗品の買い足し。まだ始めたばかりのゲームだから贅沢はできないけど。ポーション一つでも買おうかどうか迷っちゃうよね。ね、せっかくだから3人でお店を回らない？邪魔しちゃってもいいのか？もちろんよ。エスコートしてくれる人がいれば買い物の合間の食事とか色々期待しちゃうじゃない？ おやつ程度のものなら俺も血でも。冗談。でも来てくれた方が穴場の店やアイテムの有用性を聞けるから、そういう点を期待しちゃうのは本当。ああ、それならいくらでも聞いてもらっても大丈夫だよ。それじゃあ行こっか。次はこのお店を覗いてみようか。 へえ、いい雰囲気じゃない。何？どうしたの？消耗品を買いに来たんじゃ。この店はアクセサリーショップなんですけど。え？アクセサリーショップにポーションとか売ってないかなって。絶対にないって。まあまあ。 女子の買い物に付き合ったのが運の尽き。おとなしくついてくるしかないのよ。サイですか。
ステータスを気にするならプレイヤー売りのフル装備を買った方が良くないか？そうなんだけど、そうじゃなくて数値だけじゃないんだよ装備って。ステータス次第って言うから提案したのに。ねえねえ、せっかくだからブグのお店も覗いていかない？あ、はいはい、仰せのままに。So, und ich würde sagen, hiermit beende ich auch diesen Part und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Jetzt wird wieder richtig viel gequasselt.